Stolzes Mitglied des Berliner Landesverbandes und seit etwa einem Monat kandidiere ich in Österreich für das Wahlbündnis Europa Anders zur Europawahl. Allein diese Tatsache ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir langsam zu einem gelebten Europa kommen. Zu einem gelebten Europa gehört meiner Meinung nach auch, und das möchte ich hier ganz direkt sagen, weil es mir eine persönliche Freude ist, dass die Genossin in Brandenburg ein Büro in Stettin eröffnet haben. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass in meiner Berliner Zeit, wo ich auch zum Berliner Landesverband gestoßen bin, ich im DGB für ein deutsch-polnisches Kooperationsprojekt aktiv war. Oder Region hieß das. Die Oder Region ist jetzt Realität. Das Büro in Szczecin, das gibt es. To jest dobrze robione, Genossinnen und Genossen. Das habt ihr wirklich gut gemacht und ich freue mich persönlich sehr darüber. Was ich heute hier machen werde, ist euch zum einen informieren über Europa anders und ich sage euch gleich, ich werde ein bisschen euer Weltbild durcheinander bringen und ich werde, das schaffe ich, und ich werde dann zweitens ein paar Dinge, die aus unserer Sicht für den Europawahlkampf wichtig sind, auch nochmal präsentieren. Ich überbringe also ganz herzliche Grüße von Europa anders aus Österreich. Das bedeutet, ich überbringe ganz herzliche Grüße von den Genossinnen und Genossen der KPÖ und hier besonders, könnt ihr ruhig klatschen, und hier besonders vom Landessprecher der Wiener KPÖ, Didi Zach, an den lieben Klaus Lederer. Genauso überbringe ich also auch solidarische und herzliche Grüße der österreichischen Piratenpartei an diesen Parteitag. Genauso überbringe ich herzliche und solidarische Grüße von der Partei Dem Wandel und genauso überbringe ich solidarische und herzliche Grüße der Unabhängigen, die auf dieser Liste kandidieren. Europa anders ist kein Zweckbündnis, wie ihr daraus erkennen könnt. Europa anders ist eine progressive Allianz, die auf gemeinsamen Werten gründet. Das war ein längerer Prozess, wie ihr euch unschwer denken könnt, bei den Beteiligten, aber es hat insofern funktioniert. Europa anders beruht auf gemeinsamen Werten. Da ist als erstes zu nennen Demokratie. Wir setzen uns ein für die Verteidigung der Grundrechte, für Netzneutralität, für den Ausbau von Mitentscheidungsmöglichkeiten auf allen Ebenen. Für die europäische Ebene sind wir für eine Stärkung des Parlaments, für einen Demokratiekonvent und für die Abschaffung des Europäischen Rates. Der Europa anders gründet sich auf dem Wert der Solidarität. Wir setzen dem neoliberalen Konkurrenzdenken den Gedanken der Solidarität entgegen. Was bedeutet das konkret? Unser Spitzenkandidat, der Europaabgeordnete Martin Ehrenhauser, hat das treffend vor kurzem formuliert. Ich lese das vor. Wir fühlen uns solidarisch mit allen Menschen, die sich gegen Ungerechtigkeit zur Wehr setzen und die in Europa eine andere Welt gestalten wollen. Ihre Herkunft ist uns dabei scheißegal. Andere Migrationspolitik hat das zur Folge. Wir fordern Schluss mit Frontex und wir fordern, dass endlich wieder zurückgekehrt wird zu der Regelung, dass es die Möglichkeit gibt, in den Botschaften um Asyl anzusuchen. Übrigens, wir sind noch eine kleine Allianz und wir kämpfen im Moment mit sehr vielen Widrigkeiten. Aber dieser Gedanke wurde vom Spitzenkandidaten der SPÖ inzwischen übernommen, gegen die Linie seiner eigenen Partei. Der hat jetzt ein bisschen Probleme, weil wir das gefordert haben. Der dritte Wert ist der Wert des Friedens. Hier müsst ihr die besondere österreichische Situation der Neutralität, der österreichischen Neutralität in Betracht ziehen. Wir fordern da eine aktive, vorausschauende und nicht militaristische Neutralitätspolitik. Konkret beim Beispiel Ukraine, weil der Klaus das auch in seiner Eingangsrede so prominent genannt hat. Wir haben uns als erste und
dato einzige politische Gruppierung in Österreich dafür eingesetzt, dass die Ukraine einen neutralen Status bekommen könnte als einen Vorschlag, als einen krisenlösenden Vorschlag. Das wurde auch in den Medien sehr stark berichtet. Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz, okay, er ist jetzt nicht sein politisches Schwergewicht, hat diese Forderung mittlerweile übernommen. Die Wahlallianz Europa Anders, könnt ihr euch vorstellen, ist nicht so einfach zustande gekommen. Die internen Diskussionsprozesse sind bis heute noch langwierig. Und das Zusammenwachsen und Vertrauen auf regionaler Ebene dauert, aber es funktioniert. Und die gute Nachricht ist, wir stehen jetzt definitiv auf dem Wahlzettel. Das ist eine Besonderheit des österreichischen Wahlrechts. Dort muss man nämlich, wenn man nicht im Nationalrat, also im Europäischen Parlament vertreten ist, Unterstützungserklärungen sammeln. Das sind 2600 an der Zahl. Wenn ich das umrechne auf die Bundesrepublik, wären das 26.000 Unterstützungserklärungen. Das sind aber nicht Erklärungen, die man einfach auf der Straße unterschreibt, sondern da muss man ins Gemeindeamt oder auf den Magistrat geben und die Unterschrift bestätigen lassen. Wir haben uns also auf diese Art und Weise eine demokratische Legitimation geholt. Wir sind auf dem Stimmzettel und wir kämpfen darum, dass ein linker Abgeordneter aus Österreich in das Europäische Parlament einzieht. Ja, es hat schon geklingelt. 7 Minuten sind sehr kurz. 2 Sachen noch. Wir leiden unter einer Medienblockade. Und wo ist der Bernd Rixinger? Ich hoffe, er ist noch nicht weg. Wir hatten noch 2 Minuten vereinbart. Wir brauchen eure Unterstützung, diese Medienblockade zu durchbrechen. Mit Guerillataktiken ist das möglich, aber auch mit anderen Möglichkeiten ist das noch viel besser möglich. Also ich lade euch ganz herzlich ein, kommt nach Österreich, kommt nach Wien, macht mal Wahlkampf, das wäre eine lustige Sache. Wir haben sehr lustige Ideen, zum Beispiel hier Europa und Anders ist einer der Botschaften, die wir rüberbringen. Die Hauptbotschaft, die wir haben, ich habe die Programme ausgelegt. Wir treten ein für ein Europa der Menschen statt der Konzerne und der Banken. Als progressive Allianz sagen wir ganz klipp und klar, Schluss mit der Austeritätspolitik für ein anderes Europa. Vielen Dank, liebe Genossinnen und Genossen, für die Einladung. Applaus